BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Zahl der Arbeitslosen im Land ist im Januar leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1%. Saisonbedingt ist sie um 0,4% hochgegangen. Damit sind rund 228.000 Menschen ohne Job. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,7%. Es waren rund 33.000 Menschen mehr arbeitslos. Bundesweit liegt Baden-Württemberg damit an der Spitze. In keinem anderen Bundesland gibt es weniger Arbeitslose. Derweil hat Verkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne, seine Kritik an der Bundesverkehrspolitik erneuert. Neben den Bundesfernstraßen sei auch der Schienenverkehr massiv unterfinanziert. Erfreulich ist dagegen, die Elektrifizierung der Südbahn könnte früher kommen als gedacht. Alles deutet darauf hin, dass der Bund die Elektrifizierung der Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen in seinem Investitionsrahmenplan hochgestuft hat. Damit kann der Ausbau noch vor 2015 erfolgen. Der Druck aus dem Ländle könnte gefruchtet haben. Späte Einsicht dort, denn Verkehrsminister Winfried Herrmann zufolge sei Baden-Württemberg über Jahre hinweg vom Bund schlecht bedient worden. Da der Bund über viele Jahre aufgrund des nicht entschiedenen Stuttgart 21-Projektes alles Mögliche aufgeschoben hat, hatten wir Jahre, wo wir unter 1% Investitionsanteil an Bundesmitteln hatten. Und in den nächsten Jahren muss das deutlich steigen. Mit der Priorisierung könnte das der Fall sein. Doch einen ersten Dämpfer gibt es bereits. Der Ausbau der Südbahn könnte teurer werden als geplant. Statt den veranschlagten 140 Millionen geht der Bund von 180 Millionen Euro aus. Herrmann verlangt jetzt Erklärungen und belastbare Aussagen zur Finanzierung. In Sachen Bundesfernstraßen erneuerte Herrmann seine Kritik. In den kommenden 5 Jahren zeichne sich eine dramatische Unterfinanzierung der wichtigsten Bauvorhaben ab. Die Ansage, die muss einfach auch sehr deutlich immer wieder wiederholt werden, weil man, ich glaube, im Bundestag noch nicht wirklich sieht, wie gravierend unterfinanziert die Infrastruktur insgesamt ist. Es fehlt bei den Erhaltungsmitteln, aber auch bei Ausbau- und Neubaumitteln. Das Investitionsvolumen des Bundes betrage für laufende und wichtige Maßnahmen rund 2,8 Milliarden Euro. Um diese zeitnah zu realisieren, brauche Herrmann jährlich mindestens 560 Millionen Euro vom Bund. Tatsächlich aber rechnet er mit weniger als der Hälfte. Laut CDU-Landeschef Thomas Strobel regiere Grün-Rot bei der Verkehrsinfrastrukturpolitik ohne Ambitionen. Herrmann schiebe den schwarzen Peter nach Berlin, um von der eigenen Unlust abzulenken. Die grün-rote Landesregierung will die Sanierung von Landesgebäuden so schnell wie möglich angehen. Neben der Senkung von CO2-Emissionen spielen für Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid auch die Energiekosten eine tragende Rolle. Die belaufen sich auf jährlich 230 Millionen Euro. Wir wollen diese Betriebskosten senken, indem wir die energetischen Standards erhöhen, indem wir die Heizungsanlagen auswechseln beispielsweise. Das wird auch in kurzer Zeit dann sich wieder amortisieren. Und damit leisten wir auch einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise der Einbau von Blockheizkraftwerken, die Umstellung auf Ökostrom oder auch die Erneuerung der Gebäudehülle. Dafür will das Land 70 Millionen Euro in die Hand nehmen. Einerseits kommt das Geld aus der 2011 geschaffenen Sanierungsrücklage. Andererseits wollen wir aus dem Grundstock, also aus dem Landesvermögen, Geld entleihen, um es in diese Sanierungsmaßnahmen zu stecken. Und nach wenigen Jahren wird es wieder eingespielt durch die gesunkenen Betriebskosten. Im Gegensatz zu den Ministerien, die allesamt mitziehen sollen, ist noch nicht ganz klar, wie das Land mit dem neuen Schloss oder dem Stuttgarter Landtag umgeht. Das 1961 erbaute Haus des Landtags ist mit seinen großen Fenstern nicht besonders energieeffizient. Zudem bekommen Innenräume zu wenig Tageslicht. Denkmalgeschützte Gebäude wie das neue Schloss und der Landtag sind schwierig energetisch zu sanieren. Aber beim Landtag zeichnet sich eine Generalüberholung des gesamten Gebäudes ab. Und da werden wir die energetischen Standards auch verbessern, damit auch der Landtag dann seiner Vorbildfunktion gerecht wird. Das Land geht derweil davon aus, den CO2-Ausstoß bis 2020 um ganze 40% senken zu können. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.